Hallo und herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Wir widmen uns heute dem Thema Software. Und zwar genauer gesagt die ETS-Software in der Version 5. Weil die Software verknüpft ja alle unsere Aktorik und Sensorik, die wir in einem KNX-vernetzten Gebäudehaus haben. Doch dazu, ihr habt ja bestimmt jetzt den Titel angeklickt, gekrackte Version, ganz heiße Kiste. Dazu möchte ich euch zu Beginn eine kleine Geschichte erzählen. Wir hatten mit einem Bauherren ein Projekt. Der Bauherr hat ein Gebäude gekauft, das war vor 6 Monaten. Und der Bauherr hat sich gewünscht, dass da jetzt alles neu gemacht wird. Man muss dazu sagen, das Haus war schon KNX-IP-basiert vernetzt. Schönes, großes Einfamilienhaus in einer schönen Lage. Das hat der Bauherr sich gekauft. Und da hat er sich an uns gewendet und hat gesagt, jetzt müsst ihr mir mal helfen bei der Zusammenstellung der Komponenten und auch die Programmierung. Das ist nicht ganz so meins. Gesagt, getan. Wir haben losgelegt und wir haben dann für den Bauherrn das ganze Haus konzipiert. Wir haben es programmiert. So, und jetzt kommt die heikle Sache an der Geschichte. Wir haben den Bauherrn dann das Projekt geschickt. Na, man kann das ja heute alles per E-Mail, wie auch immer. Man kann es auf dem Stick transportieren. E-Mail ist viel besser, weil der Bauherr von Anfang an zu uns gesagt hat, ich kann das alles selbst tun. Ich mache die Inbetriebnahme selbst und ihr macht nur das Ganze im Hintergrund. Also die Parametrierung, letztendlich auch die Programmierung und ich führe das nur aus. So, das Projekt ist fertig. Der Bauherr bekommt die Daten und gleich nachdem wir die Daten geschickt haben, meldet sich der Bauherr und sagt, ich kann die Daten nicht einspielen. Ich kann irgendwie hier in meine Software das ganze Projekt nicht importieren. Wer sich auskennt in der ETS-Software, man kann ja Projekte exportieren und importieren. So, und dann haben wir ihm, dann habe ich ihm den Rat gegeben, habe gesagt, lass uns das doch mal per TeamViewer über die Ferne machen oder wir schauen uns das Ganze mal vor Ort an. Vielleicht muss ich noch als Zwischenerwähnung einfügen. Der Bauherr hatte von Anfang an gesagt, er hat die ETS-Version 5, also diese, das ist also die ganz große Version, als Professional-Version mit allen Plugins. Und wir gehen auch bei so einer Angabe davon aus, dass das alles perfekt funktioniert. So, jetzt kommen wir zu dem heiklen Punkt. Ich treffe mich mit dem Bauherrn und der Bauherr zeigt mir auch seinen Windows-Laptop, da ist dann auch die ETS-Software drauf und er versucht mir dann zu zeigen, dass das Einfügen unseres gesamten Projektes, das Importieren, nicht funktioniert. So, und dann habe ich gesehen, er verwendet eine gekrackte Version der ETS Professional. Ja, und dann habe ich gesagt, naja, das Ganze wird nicht funktionieren. Du brauchst jetzt hier das Dongle dazu. Ne? Das kennt ihr vielleicht, all jene, die sich jetzt mit der ETS beschäftigen. Man muss natürlich dann beim Windows, das läuft ja nur unter Windows, muss man natürlich auch an der USB-Schnittstelle das Dongle einführen. Der Bauherr sagte, ich brauche keinen Dongle, ich habe hier so eine andere Version, die habe ich von einem Kumpel bekommen. Und dann habe ich natürlich schon gesehen, woher quasi letztendlich die Geschichte schief laufen kann. Da habe ich ihm gesagt, mit der gekrackten Version wirst du nicht in der Lage sein, ein Projekt sauber zu importieren, geschweige denn überhaupt zu importieren. Und man muss dazu sagen, das war jetzt ein Projekt, wo wir viele DALI, wo wir DALI-Leuchten hatten. Da braucht man schon das DALI-Plugin. Und man hat noch 2, 3 andere Plugins gebraucht. Die hatte natürlich der Bauherr dort auf seiner gekriegten Version schon dabei. Aber es gelang überhaupt nicht, die Software, unser Projekt in die gekriegte Software zu importieren. Ja. Um das Ganze jetzt abzukürzen und zu beenden, der Bauer hat sich dann gewundert und hat sich dann geärgert und hat gesagt, das kann doch nicht sein für mein einziges Haus, was ich da habe, dass ich da extra so was hier mit dem Dongle brauche, dass ich so einen Aufwand treibe. Und dann habe ich gesagt, mein lieber Bauherr, du hast jetzt ein schönes, gebrauchtes Bestandsobjekt gekauft, hast dort viel Geld reingesteckt, hast an uns eine ordentliche Summe Geld übergeben, damit wir dir eine schöne
eine schöne Vernetzung herstellen, dass du halt die ganzen Annehmlichkeiten von Komfort, Sicherheit, dass die alle in deinem Gebäude hast. So, da hast du viel Geld ausgegeben. Und jetzt setz mal das Geld, was du ausgegeben hast, in Relation dazu, was jetzt hier diese KNX ETS Professional kostet. Ich weiß, es gibt noch andere Wege, wie man günstig an diese Software kommt. Ich möchte jetzt nicht darauf eingehen. Worauf ich eingehen möchte, dass diese gekrackte Software völliger Murks ist, aus unserer Sicht totaler Quatsch. Ich weiß, dass die kursiert. Und wir geben euch nur den Tipp, lasst die Finger davon. Es ist viel einfacher, dass ihr mit einer echten Version arbeitet, so wie wir, also mit der Professional, oder ihr kennt jemanden, der dann das Dongle reinsteckt. Das könnten auch wir sein, das können andere sein. Unterm Strich sieht es einfach so aus, wir haben viel Zeit verloren durch diese gekrackte Geschichte, die er hatte. Ihm sind zusätzliche Kosten entstanden. Ja, und letztendlich war es dann so, dass wir mit einer Version von uns, mit einem Laptop von uns, mit dem Notebook von uns, bei ihm das gesamte Haus in Betrieb genommen haben und letztendlich er dann so zum Ergebnis gekommen ist. Fazit dieser Geschichte. Ich bin auch kein Freund von der ETS und deren Preisen. Aus meiner Sicht müsste es längst eine Version geben, die für die einmalige Gebäudeinstallation, ich sage mal einen Preis, so zwischen 250 und 300 Euro haben müsste. Das wäre, glaube ich, der realistische Preis, wie auch Software in anderen Bereichen der IT ihren Preis hat. Ob das jetzt 1000, 1200 Euro, je nachdem, mit ohne Steuer, ob das so ein Preis sein muss. Da würde ich jetzt auch sagen, liebe Connex, könnt ihr nicht die Preise senken. Wir haben darauf jetzt keinen Einfluss. Wir sind genauso auf die Software angewiesen wie ihr. Aber bitte verwendet keine gekrackte Software, zumal es keine Updates dafür gibt. Also viele Sachen funktionieren nicht. Also neben den Updates funktionieren auch andere Sachen noch nicht. Und sie läuft auch nicht stabil. Das war für mich ein wichtiger Beitrag nach diesem Erlebnis, was wir mit einem Kunden hatten. Ein wichtiger Beitrag zur ETS Professional 5.7.3.4, wo wir aktuell gerade sind. Die gekrackte Version ist auch eine ältere. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir freuen uns auf den Daumen. Wir freuen uns auf ein Abo, falls ihr uns noch nicht abonniert habt. Und wenn ihr euch mit diesem Thema hier beschäftigt, also mit dem Programmieren, und ihr wisst noch nicht, wie das geht, dann schaut mal unten bei uns in die Links. Wir bieten euch einen Programmierkurs, wo ihr wirklich in ganz kurzer Zeit eine Klickanleitung von uns bekommt. Wir, die 20 Jahre Erfahrung haben, wissen, wie es geht und ihr kommt ganz schnell zum Ziel. Also nicht in dem Lehrbuchstil, wie es einige anbieten, und auch nicht in dem Stil auf eine Firma bezogen, auf eine Firma Müller, Meyer, Schulze, sondern ganz neutral, herstellerneutral. Schaut euch mal diesen Videokurs an. So, jetzt habe ich viel gesagt. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Euer Frank. Tschüss.